Ja, meine Damen und Herren, wir erleben zurzeit eine neue Demokratiebewegung und diese Demokratiebewegung ist aus unserer Sicht dringendst notwendig. Wir erleben einen Aufstand der Anständigen und ich möchte das begründen, warum ich glaube, dass das tatsächlich ein Aufstand der Anständigen ist. Weil es zutiefst unanständig ist, dass weniger als 1% der Bürger unseres Landes den Rest in Geiselhaft nehmen kann für ihre Profite. Und deshalb ist es vollkommen richtig, dass der größte Teil der Gesellschaft, nämlich auch die, die in der Mitte dieser Gesellschaft stehen, sich inzwischen dagegen wehren, dass sie in dieser Weise erleben, wie sich eine kleine Gruppe schamlos bereichert auf Kosten der großen Mehrheit. Wir gehen davon aus, dass diese Proteste, die wir erleben, noch anwachsen werden, dass sie größer werden. Und ich möchte ausdrücklich sagen, dass wir als Partei Die Linke diese Proteste mit allem Nachdruck unterstützen werden. Die Wut der Bürgerinnen und Bürger richtet sich auch gegen die Parteien, weil wir erleben, dass 5 von 6 Parteien im Deutschen Bundestag unterstützt haben, dass auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger sich die Banken sanieren können. Dieser sogenannte Bankenrettungsschirm, wie wir sagen, ist tatsächlich nicht eine Rettung der Bürgerinnen und Bürger Europas oder eine Rettung des Euros. Es ist letztendlich eine Rettung der Sicherung der Gewinne der Banken. Auch die SPD und die Grünen haben zugestimmt und haben damit Mitverantwortung dafür, dass jetzt auf Kosten der Menschen die Gewinne der Banken weiter sprudeln sollen. Alle Regierungen seit der Wiedervereinigung haben dafür Verantwortung. Alle Regierungen. Denn es war so, dass nun eine Deregulierung der Finanzmärkte auch von den Grünen und auch von der Sozialdemokratie massiv unterstützt wurde. Und wir erleben nun, dass es gerade diese Deregulierung der Finanzmärkte war, die uns jetzt auch diese Misere eingebrockt hat. Wir haben den Zustand, dass es in Deutschland mehr Fahrkartenkontrolleure gibt als Bankenkontrolleure. Wobei wir wissen, dass der Schaden, der angerichtet ist, in einem absolut anderen Verhältnis steht. Und wir fordern nun dringend, dass sich diese Zustände ändern. Man ist nicht glaubwürdig, das möchte ich eindeutig an die Adresse auch von Rot-Grün sagen, wenn man im Bundestag pro Bankengesetze stimmt und dann auf der Straße die Anti-Banken-Proteste unterstützt. Man müsste sich zumindest mal auf eine Linie einigen. Die Reaktion des Bankensektors auf die Proteste zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass die Proteste dringend notwendig sind. Es ist kaum zu glauben, dass aus den Bankenverbänden nun die Aussage kommt, man solle es doch bitte mit der Regulierung nicht überdramatisieren. Ich denke, mehr als das, was aus diesen Aussagen zum Ausdruck kommt, kann man eigentlich nicht mehr hinzufügen. Es geht darum, dass bei den Banken offensichtlich nach deren Auffassung alles so bleiben soll, wie es ist und dass nach wie vor die Bürgerinnen und Bürger zahlen. Es ist nicht akzeptabel, dass die Menschen in unserem Lande von einem Herrn Ackermann und anderen sich öffentlich auf der Nase herumtanzen lassen müssen, aber keine Chance haben, ihn abzuwählen. Und das ist das große Problem bei diesem Zustand, den wir haben, dass wir erleben, dass sich der Bankensektor über die Demokratie stellt. Und deshalb erleben wir hier tatsächlich eine Demokratiebewegung bei diesen Protesten. Und wir folgern daraus, dass wir dringend eine Demokratisierung des Finanzsektors brauchen, um die Verhältnisse wieder zum Kopf auf die Beine zu stellen. Wir haben eigentlich eine Demokratie, die sagt, die Macht geht vom Volke aus. Zurzeit stellen wir fest, die Macht geht von den Banken und vom Finanzsektor aus und das muss dringend geändert werden. Nach unserer Auffassung darf die Politik diese Proteste nicht ignorieren. Die Reaktion muss ein radikaler Kurswechsel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik sein. Der Leitgedanke dabei muss sein, erst die Menschen und dann die Banken und erst die Europäer und dann der Euro. Nur wenn diese Verhältnisse wieder auf diese Weise geregelt werden, wird eine Politik im Interesse der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes gemacht. Wir fordern zum Ersten eine öffentlich-rechtliche Neuordnung des Bankensektors. Wir wollen Sparkassen statt Zockerbuden. Und der Finanzsektor versucht, Geld aus sich selbst heraus zu generieren, ohne die Realwirtschaft dabei zu beachten.
Wir wollen zweitens die Entkoppelung der Staatsfinanzen von den Finanzmärkten. Wir wollen eine europäische Bank für öffentliche Anleihen, damit sich die Staaten nicht zu den hohen Zinssätzen des privaten Bankensektors verschulden müssen, die letztendlich alle die Steuerzahler zu bezahlen haben. Wir wollen drittens eine europäische Koordinierung der Lohnpolitik, um zu erreichen, dass sich nicht ein Land, in der Regel war es die Bundesrepublik, durch Vorteile in der Konkurrenz letztendlich zu diesen Problemen beitragen kann, nämlich zu ungleichen Handelsbilanzen in Europa. Wir wollen die Regulierung der Finanzmärkte. Und wenn ich über Regulierung der Finanzmärkte rede, weiß ich, dass zurzeit unsere Vorschläge der Linken aufgenommen werden in der Debatte. Leider ist noch nichts passiert. Und es wäre zum Beispiel eine sehr kurzfristige Möglichkeit, die Menschen jetzt zu entlasten. Denn wir wissen, dass wir teilweise 15, 16, 17% Überziehungskredite bei Dispo-Krediten zu bezahlen haben, als ganz normale Bürger. Und wir wollen, und das wäre der erste Schritt der Politik, damit man merkt, die Politik nimmt auf, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande bewegt. Es wäre ein erster Schritt, dass man sagt, die Zinsen für Dispo-Kredite dürfen maximal 5% über dem Satz der Europäischen Zentralbank liegen. Maximal 5% über dem Satz der Europäischen Zentralbank. Das würde die Kredite für die Verbraucher massiv verbilligen und würde gleichzeitig die horrenden Gewinne, die private Banken auch mit der Zinsvergabe in dieser Weise machen, begrenzen. Das ist ein sehr konkreter Vorschlag und ich möchte Herrn Schäuble auffordern, darüber nachzudenken, das zu tun. Es kann nicht sein, dass er sich dann im Fernsehen hinstellt und sagt, wir nehmen das ernst und wir müssen mehr regulieren, aber es passiert eben nichts, weil ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung das Problem auf die europäische Ebene verlagern will. Eine konkrete Begrenzung des Zinssatzes für Dispo-Kredite wäre die Möglichkeit, hier in der Bundesrepublik ganz konkret den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen und gleichzeitig zumindest ein Zeichen zu setzen, dass die Banken angegangen werden sollen. Das wäre übrigens auch gerade für junge Leute sehr interessant und spannend. Wir wissen, dass gerade junge Leute teilweise bis knietief in den Dispo-Krediten warten. Hängt auch mit den geringen Einkommen zusammen, die sie haben inzwischen. Und das wäre also auch eine Möglichkeit, in diesem Bereich aktiv zu werden.